Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Boy, sieht das geil aus, oder? Sieht das geil aus. Nehmen wir mal an, der hier wäre ein Erdling, dann ist ja jede Rasse vertreten, plus Roboter. Jedenfalls, in der letzten Folge haben wir... Ich habe schon wieder vergessen. Ich vergesse immer, was wir in den letzten Folgen gemacht haben. Ich glaube, C18 Training haben wir entweder abgeschlossen oder Parallelquest. Ich glaube, Parallelquest. Jedenfalls, ich habe wieder... meine Beziehung zu meinem Meister vollkommen erhöht und wir machen jetzt sein Training weiter. Hey, du kannst stärker werden. Ich spüre, dass dein Ki größer ist. Willst du mit mir trainieren? Nur kämpfen ist kein gutes Training. Wie wär's mit etwas Extremen? Wenn du trotz niedriger Gesundheit gewinnst, wird das toll. Wenn du das schaffst, bringe ich dir eine neue Fähigkeit bei und... Genki-Dama? Okay. Eigentlich so ein Goku, okay. Ich hoffe, ich habe von Anfang an schon weniger HP, weil ich habe keinen Bock, mich jetzt hier kaputt hauen zu lassen und dann erst ihn zu erledigen. Ach ja, was ich noch gemacht habe, das werde ich aber später zeigen. Vielleicht merkt man es auch direkt schon. Oh, sehr gut. So, komm her. Tja, ich geh nicht so weit. Meine gehen aber so weit. Uff. Boah, ich hasse das so, ne? Das ist voll irgendwie komisch. Und frisst das Blatt weg von mir. Boah, ist das laut. Ich höre meine Stimme kaum. Dann hört ihr die bestimmt auch nicht. So. Oh, sehr geil. Haben wir schon abgeschlossen. Und zwar folgendes habe ich gemacht. Genki-Dama. Ich habe meinen Charakter mehr oder weniger nochmal resettet. Ich habe mir von den Dragon Balls eine zweite Chance gewünscht. Dann konnte ich meine ganzen Attribute nochmal neu verteilen. Wie die aussehen, zeige ich euch jetzt gleich. Geschafft, das war ein tolles Comeback. Es ist die Genki-Dama, Meister Kaio hat sie mir beigebracht. Sie sammelt die Energien von Pflanzen und Tieren und feuert sie ab. Alle helfen dir dabei. Bei falschem Einsatz werden sie böse. Haha, keine Sorge, du kommst schon damit klar. Es wird für mich immer lustiger. Ich freue mich auf den nächsten Besuch. Oh, jetzt will er irgendwas von mir, glaube ich. Meine Werte sehen wie folgend aus. Ich habe mich mal informiert und nachgeguckt, wie viel zum Beispiel ein Key-Balken oder ein Ausdauerbalken ist. Und anscheinend alle 25 Punkte ist ein Balken. Also reichten 25, so um 5 Stück zu haben. Weil von Natur aus habe ich 4 Stück, so auf Level 80 angeblich. Und plus die 25 bekomme ich hier jeweils einen dazu. Dann habe ich Key-Explosion natürlich wieder 100 gebracht. Ich habe ein bisschen mehr KP, hier habe ich gar nichts rein investiert. Und hier habe ich ein bisschen mehr rein investiert. Ich habe nur einen übrig, aber ich warte so, bis ich wieder 5 oder so habe. Dann verballere ich die. So, du willst irgendwas von mir, oder? Hey, sieht aus, als wärst du jetzt stärker. Sieht aus, als könnten wir zum nächsten Schritt gehen. Komm, dann mal los. Beim nächsten Training bringst du mir eine Senso-Essenz-Kapsel. Manchmal reicht ein rein körperliches Training nicht aus. Diese Methode ist auch gut. Wo sie ist? Hehe, wenn ich dir sagen würde, wäre es kein Training, oder? Ich gebe dir was Tolles, wenn du sie findest. Viel Glück. Ja, ich habe die schon. Oh, du hast schon gefunden, ja. Oh, du hast tatsächlich eine Senso-Essenz-Kapsel gefunden. Gut gemacht, ich hätte nicht gedacht, dass du es so schnell findest. Bei der nächsten Suche nach den Dragon Balls kannst du mitmachen. Wie wäre es, du versuchst wohl herauszufinden, was ein gutes Training ist? Hier ist die Belohnung, die ich dir versprochen habe. Nimm das. Bis später. Ich bin ganz aufgeregt. Okay. Setze ihn. Ich werde... Oh. Mal Schlagsuperangriff. Gibt's doch nicht. Ich krieg nie vernünftige Seelen irgendwie, habe ich das Gefühl. Tust du mir einen Gefallen? Ich habe 2 Söhne, Son Gohan und Son Goten. Sie sollen mehr trainieren. Kannst du mir etwas Motivation einprügeln? Es ist 2 gegen 1, aber du bist der eine. Eine gute Übung im Kampf gegen Gruppen, was meinst du? 10-faches Kamehameha, oh geil. Dann, weiß ich nicht. Normale Superattacke oder eine ultimative? Welcher sehen?
Ich glaube, wäre super, ne? Ultimative kriege ich am meisten am Ende. Son Goku, Familientreffen. Oh Gott. Verpisst euch! Ich pose hier. So wie ich das aber herausgefunden habe, tut Ausdauer ein bisschen die Verteidigung erhöhen, wenn ich mich frustriert. Jetzt guck mal, wie viel ich hier physisch abziehe. Ein bisschen mehr. Bah, wenn ich mal treffen würde. Als ja, das ist alles so komisch, weil alle die gleiche Stimme haben. Was ist das? Meine Zuschauer jetzt zeigen, wie stark ich jetzt mit einem normalen Angriff bin. Boah, ich komme ja nicht dazu, die anzugreifen. Ist das? Boah, bleibst du hier? Da kommst du eben hier hin. Boah, Hilfe. Das ist ja auch ein normaler Angriff, mehr oder weniger. Ey, willst du mich? Kann ich auch, hier. Bleib stehen, hier. Alter, ich krieg den nicht klein. Alter, der grüßt mir jetzt echt auf den Nerven hier. Boah. Warte. Boah, hörst du mal? Boah, sieht die Welt hämmert. Kann ich jetzt mal irgendwas machen? Boah. Das reicht. Doch, ihr wollt nicht spielen, dann kommt her. Bams. Friss das, stirb. Du auch, komm her. Lass ich mich durch hier bieten, hallo? Werde von laufenden. Am laufenden Band verarscht? Essen? Wo? Komm her. Ey, ich versuche dir nochmal anzugreifen. Son Goten haut die ganze Zeit ab. Gohan tut mich die ganze Zeit grabben. Gibt's doch nicht. Lass ich mich doch bieten, hallo? Wenn ihr es Haupt für harte Tour haben wollen, dann gebe ich ihm die harte Tour. Danke, Son Gohan und Son Gohan sind jetzt viel motivierter. Ich konnte nicht gegen sie kämpfen, aber du hast ihnen die Augen geöffnet. Danke vielmals. Die zehnfache Kamehameha ist viel mächtiger als die normale Kamehameha. Sie ist stark, muss aber länger aufladen. Setze sie umsichtig ein. Sie ist nicht leicht, aber du wirst sie sicher schnell meistern. Wer stärker, dann trainiere ich dich wieder. Die tun wir direkt ausrüsten, würde ich sagen. Eine Kirche, die mit mehr Kraft aufgeladen werden kann als eine normale Kamehameha. Ich hoffe, ich kann die dann auch sofort abfeuern. Du warst gut, das wäre unser letztes Training. Was? Du musst, das wusstest du nicht? Dir ist es nicht aufgefallen, aber mir. Deine verborgene Kraft will nahezu explodieren. Trainiere mit mir, um sie zu entfesseln, dann überwindest du dich selbst. Bist du bereit? Los. Super, komm ja, okay. Schon wieder, ich bin ganz aufgeregt. Ich doch schon. Vielleicht kann ich die zum Mischen gebrauchen, irgendwann. Allgemein viele Sets sehen. Muss mal irgendwie fünf. Ich habe da schon ein paar im Auge, aber dafür muss ich hier die herstellen. Um die herzustellen, muss ich diese bekommen erstmal und alles Mögliche. Boom. Puff. Warum sind denn seine Sachen jetzt schon kaputt? Wollte ich gar nicht die Steuerung für eine Sekunde vergessen. Boah, ein rotes kam ja, stimmt, ist ja auch rot. Was das? Hilfe, zieht das wieder. Oh Gott, hab's mir schon gedacht. Was? Ah,
Arme. Ha! Man kann auch früh abfeuern, das ist gut. Jetzt mal das hier. Hey! Oh nein, ich wusste es. Wollte ich noch weiter, ja. Oh nee. Aua. Warum habe ich den jetzt abvisiert? Was soll das? Und noch ein paar Ki. Da finde ich so kacke, ne? Dann warten wir da bestimmt, ob die wegfliegen oder nicht. Nein! Guck mal her, ich kann noch ein Kamehameha, das ist auch viel stärker. Boah, wie der immer abwehrt während den Angriff, ne? Er hat sich gerade voll geeilt. Merke ich jetzt erst, hallo? Was ist das? Ja. Oh. Mal her. Oh, nee. Halt, nein. Könnte knapp werden, ja. So. Komm mal her. Oh nein, ich habe keine Ausdauer. Ma, das gibt's doch nicht. Ich habe doch welche. Warum? Ich habe doch letztens noch welche gekauft. Alter. Geh mir nicht auf den... Ah ja, jetzt. So einfach nicht. Danke. Ein Angriff. Rotes kam ja mal. Sehr geil. Immer sehr geil. Normale Kamera benutze ich sowieso irgendwie nie so oft. Nur wenn ich die Gegner wegschleudere. Ultimative Angriff, super Kamera. Ich hätte zweimal die Meisterseele da bekommen. Also jetzt gerade. Hm. Was toll, ich habe ohne nachzudenken meine volle Kraft genutzt. Hast du dich selbst überwunden? Das gleiche gilt für deinen Ki und deine Fähigkeiten. Du bist besser geworden. Und ich sollte dir von der Super Kamehameha erzählen. Das ist mein ultimativer Move. Du sollst ihn jetzt meistern können. Es hat Spaß gemacht, gegen dich zu kämpfen. Trainieren wir weiter, wenn wir stärker sind. Kämpfen wir nochmal. Ich freue mich schon darauf. Jawohl. Ja, so, dann tun wir mal das ausrüsten. Ah, das ist eine perfekte Kamehameha weg. Aus Ki, um ultimative Moves auszuführen. Warum wird denn das jetzt erst gesagt? Dann gucken wir mal, ob ich irgendwo einen neuen Meister finde erstmal. Dann versuchen wir noch eine Parallelquest. Wahrscheinlich finde ich sowieso jetzt niemanden. So immer gleicher. Immer und immer wieder. So, wir machen erstmal eine Parallelquest. Dann suche ich offscreen nach einem neuen Meister. Dann fangen wir im nächsten Part mit dem an. Wir machen wieder Parallelquest. Ich verschwinde jetzt hier nicht schon wieder Zeit. So, ein paar Parallelquests auch noch erledigen. Ja, auch noch ganz viele hier, die ich nicht gemacht habe. Ah, okay, dann wollen wir mal. Warte mal, bevor ich da reingehe. So, ich wollte schon sagen. Okay, hier haben wir schon alle. Da fehlt anscheinend nur eine. Hm. Siege 3 Majin Buu's. Besiege Son Gohan, Videl. Besiege alle Gegner. Besiege Bills und Whis. Machen wir das hier. Klingt nicht so schwer. Ja, und dann nehmen wir. Sehr gute Hilfe erstmal. So bei den Göttern hier. Muss ja nicht darauf achten, wen ich jetzt mitnehme, meistermäßig. Die Hälfte der Meister haben wir schon mal. Oder über die Hälfte. Ich glaube nur noch 4 Stück.
Freezer habe ich jetzt auch schon gesehen, der hier rumfliegt. Dann noch Son Gohan und Videl. Siege Mr. Satan. Majin Buu. Ernsthaft. Bin ich auf der Seite von Dingens? Majin Buu. Ja, die Kombo funktioniert jetzt leider nicht mehr. Schade. Der Super kann man ja mehr sehen. Wo zielst du hin? Boah. Ich möchte wissen, wie viel er abzieht, verdammt. Lässt euch mal treffen? Mal wissen, wie viel er abzieht. Habe ich die perfekte Kamera mal jetzt irgendwie besser, weil ich da so geil grinse. Alter. Irgendwie haben die keinen Bock zu kämpfen, die Söhne von Son Goku. Sind alle immer am Flüchten. Boah. Kann ich auch, hier. Bei mir fliegen die Gegner irgendwie nicht immer weg, habe ich das Gefühl. Oh. Stimmt. Sollte mich auf irgendeinen Meister festlegen irgendwann. Das sieht nach Spaß aus. Ich will auch mitmachen, genau. Oh. Ja. Was ist das? Irgendwie treffe ich damit nie, habe ich das Gefühl. Manche Bull schon wieder angeschlagen. Oh, danke. Das ist aber genauso viel ab. Und mich freut mein Grundangriff jetzt ein bisschen stärker. Also ich ziehe auf jeden Fall ein bisschen mehr ab, glaube ich. Geh weg von Majin Buu. So, sehr gut. Dann ich auch. Boah. Alter, der macht immer einen Schritt vorher weg. Jedes Mal. Mitten ins Gesicht. Jetzt kann man ja mehr einsetzen, etwa so. Aber nicht mal das Ding erledigt. So, bis der Satan, bitte. Es kommt auch noch gut. Der verweilt sich dann auch noch mal in 3 von Super Saiyajin wahrscheinlich, ne? Komm her. Boah. Hat der alles hier in die Fresse bekommt. K.O. Jetzt kommt Mr. Satan. Lass mich raten. Er hat wieder nur 3-4 AP, so. Boah.
Ist aber echt ein Running Gag in dem Spiel, ne? Ja, was kommt jetzt noch? Ich wusste es. Ich habe es irgendwie gewusst. So, jetzt muss ich mal den Bubel schützen auch noch. Alter. Ja, damit treffen kann ich irgendwie vergessen, habe ich das Gefühl. Aber er kann nur mit physischen Angriffen um die Ecke kommen, das ist schon mal gut. Nehme ich an. Okay, der kann so ein Geschenk werfen, aber ist jetzt nicht so dolle. Macht er da? So, Majin Buu wirst du auf jeden Fall nicht mehr erledigen. Komm. Yeah. Und zack. Ich glaube, ich bleib aber bei perfekte Kamehameha. Die sieht irgendwie stylischer aus. So, noch mal. Komm. Ich habe Ki Super Angriff auf Maximum, ne? Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass ich viel abziehe. Ich meine, die Gegner sind auch jetzt so. Welches Level ist der? Den sehe ich sowieso. 46. Ey, komm schon. Er ist auch ein bisschen hergeholt hier. So, sehr gut. Habe ich mal Ultimate geschafft. Aber nichts bekommen. Egal, eine ultimative Herausforderung haben wir mal geschafft. Upsala. Wenn ich gegen das Mikro komme. Dann suche ich jetzt mal offscreen einen neuen Meister. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir dann das Training beginnen und weitere Parallelquests machen. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.